WoW. Moment, ich muss mir gerade was kramen. Ich habe mir noch ein bisschen Leder besorgt. Wollte ich mal gucken, ob mittlerweile bei dem einen Ledermann das Rezept für das Leder für schweres Knotenrotleder verfügbar ist. Und wie ihr seht, sind wir auch wieder in Stadtrat. Ich habe überlegt, je nachdem, wie weit jetzt kommen, das Vergleich dann wieder nach Nettersturm fliegen und dort weiter hier machen an der Erzmagier-Quest. Kann man nämlich gleichzeitig ein bisschen Kohle verdienen. Das ist ja immer wichtig, nicht wahr? Wer hört, wenn ich immer noch etwas erkältet? Was es leider nicht leichter ist, macht. Aber gut. Soll ja viel Tee trinken, von daher trinken wir etwas Tee. Leckeren Pfefferminztee. Können nur empfehlen. Da können wir nämlich jetzt das nächste Rezept holen. Vielleicht hat die Puppe zurückgeschlagen. Auch schon erlebt. Oh, jetzt haben wir die Trommeln. Knoten und Leder. Raus damit! Glück haben wir natürlich nicht. So, das nächste, was wir hier lernen können, ist 350. Wie kann ich euch helfen? Gucken. Der Zeitausverkauf, Dankeschön. Sehe ich selber. Aber gar nicht, ne? Ihr wisst, das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Wenn es nicht kommt, müssen wir uns kaufen. Ich glaube 9 Euro oder so. 9 Gold. War es im Auktionshaus, aber gut. 9 Gold, 4 Gold mehr. War scheiße, aber naja. Da macht man nichts. Zum Briefkasten. Schicken wir mal, damit wir das Platz haben, hier die ganzen Rüstungen. Oh, was ist das denn? Mal gucken. Mal Post verschicken. Was verschicken können. Nö. Aus irgendeinem Grund brauchen wir noch glaube ich verkaufen. Algernon Port. So, das. Ja, das hat jetzt nicht.
so viel gebraucht, aber er hat immerhin etwas Platz. Ja, mal gucken, was der hat. Da wollten wir eh hin. Die Naro haben uns nicht vergessen. Aha. Ach genau, die haben wir extra noch hingelegt, stimmt. Das ganze Leder erstmal da rein. Bindfaden. Erstmal aus der Tasche. Schon wissen, da war es. Hm. Hätten damit verschicken können, egal. Wir müssen uns unbedingt wieder Tränke machen. Suchen noch Rezepte. Jeder Tag ist ein Segen. Ingenieur und Kochkunst, okay. Können wir eher nicht lernen, erstmal. Vor allem Ingenieur nicht. Also wir müssen auf jeden Fall nach Area 52, oder wie gesagt, wollte ich eh jetzt hin. Einmal für die Quest. Nur von dem Stäbchen. Und dann können wir da auch noch direkt ein bisschen Ruhm sammeln für die Aldor. So. Ich habe auch nochmal geguckt, ob es jetzt, wie gesagt, habe ich noch nichts Tolles entdeckt. In Europa. In die Ländern. Merlein Rubik, Rubik. Und Meister, da sind wir theoretisch. Trommel der Panik. Okay, nee, die kann man nicht. Ja, 65, ich glaube, die kriegt man noch nicht. Erst das könnte drum der Schlacht aber auch noch nicht. Oh, wo kann man die denn noch her? Die Reitgärte. Irgendwo hat einer was verkauft, ne? Die können wir jetzt. Auch nicht. Ja gut, die ist so ähnlich wie ich glaube, die sind so ähnlich wie ein kleines Tempo. Irgendwann zwar auch wie so ein hart Heldentum. Oder war das das? Weiß es gar nicht mehr. Nur 5%. Die Trommel des Krieges, glaube ich. Da. Das war so eine Art Heldentum. Oh Mann. Keine Ahnung, wo das herbekommt. Hier, das könnten wir lernen, aber... Das hat sich ja jemand schon weggekauft. Ich meine das, nee, was kriegen wir denn? Das hier glaube ich, Umhang des Phönix. Umarmung des Phönix, so. Irgendwie falsch. Ne, der Sonne ist auch falsch. Guck mal, das? Hm, das könnte sein. Ne, das ist auch falsch. Ach ja. Hm.
Problem ist halt die ganzen Dinger wie hier sowas. Das können wir auch kaufen. Oder? Tiefenschatten. Ich weiß nicht, ein paar Sachen können wir kaufen mit, wo Widerstände drauf sind. Die hat man halt dazu benutzt, zum Beispiel für die Schattenmutter, damit man Schattenwiderstand hatte. Ach verdammt. So, auf ein neues durch die Tür. Müssen wir hier in das Lager rein. Das sieht cool aus, aber gut. Sieht nicht cool aus. So. Hier. Da, wo wir auch den komischen Ding geholt hatten, wegen dem Stab. 70. Zack. Aber eins hätte ich immer noch bei den Makros gemacht. Maul bekommen wir. Ich glaube, es gibt auch Essen mit Trefferwertung. Aber wo man die kriegt, weiß ich gar nicht mehr. Theoretisch muss man für die Insel. Um Inselquellen und was. Gibt es nachher auch ein paar Dailies, wo man auch hin muss. Da muss man diesen komischen Brief immer sammeln. Meistens, wenn man nicht so gekillt hat, geht das. Mit Ladehemmungen. Cool, muss ich mal sagen. So.
rausgucken. Teufelwärter. So. Also den. Oh, keiner verliert. Komisch, bei denen ziehe ich schneller, aber habe ich das Gefühl. Aber als Tipp, nicht rückwärts weglaufen. Das ist nicht so gut. Das ist ehrlich, für rückwärts auf Ausbeutzonen laufen auch nicht gut. Am besten. Kann man rumrennen? Laufen. So, aber kann man umdrehen, sind, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's Play WoW. Ich habe 200 Hälften. Und bis dahin, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich versuche in der Zeit halt weiter irgendwas zu finden. Und würde sagen, demnächst erstmal. Auf Wiedersehen.